Fahrt halt mit dem Bus von Zwettl nach Prag nach 3,5 Stunden bekommen wir hier in der Nähe die Reiseleitung über Prag. Weiterfahrt mit dem Bus, immer noch im Regen, den wir seit der Grenze haben, zum Radschin, das heißt zur Prager Burg und der St. Veits Kathedrale. Im Regen gehen wir zu Fuß hinunter zur Karlsbrücke. Ab hier schönes Wetter. Der Abschluss der Führung ist die um die Mittagszeit bei der astronomischen Uhr. Die Gruppe geht hier Mittagessen. Ich wandere allein kreuz und quer über die Josefstadt und weiter über die Altstadt und besuche besondere Sehenswürdigkeiten. Um 17 Uhr ist hier wieder das Treffen beim Bus und pünktlich fahren wir bei extremem Verkehr nach Zwettl zurück. Schlosspark, das Belvedere von König Ferdinand I. und der Blick auf die St. Veit Kathedrale. Kaiser Karl IV. Legte 1344 den Grundstein für den Bau, die erst 1929 fertiggestellt wurde. Er verfolgte das Ziel, Prag zu einem Zentrum in Europa zu erheben und die Burg zur kaiserlichen Residenz umzubauen. Unsere Gruppe auf dem Weg zur Burg. Der zweite Burghof, ein im 16. Jahrhundert erbaute theresianische Umbau mit einer Barockfontäne aus dem Jahr 1686. Und die Heilige Kreuzkapelle. Dann gehen wir zum ersten Burghof oder Ehrenhof, davor der Ratschiner Platz. Und das erzbischöfliche Palais. Der Ehrenhof entstand 1771 anstelle eines aufgeschütteten Burggrabens und ist heute der Haupteingang zur Burg. Durch das Matthiastor zurück zum zweiten Burghof und hier ist auch der Stiegenaufgang zum Palast. Hier stehen wir vor dem Haupteingang der St. Veits Kathedrale im dritten Burghof mit seiner gotischen Fassade und den 82 Meter hohen Westtürmen. Stammen wie die Rosette aus der letzten Bauetappe im 19. Jahrhundert. Das 33 Meter hohe und 124 Meter lange Kirchenschiff wurde am 28. September 1929, Tag des Millenniums der Ermordung des heiligen Wenzel, geweiht. Der heilige Adalbert von Prag, Landespatron von Böhmen. Gasfenster ebenfalls aus der jüngeren Zeit in den Kapellennischen. Leider war die Führung im Dom sehr kurz, so konnten wir die jahrhundertlange Baugeschichte mit der Wenzelkapelle und Königsgruft nicht besuchen. Wieder im dritten Burghof, den Maria Theresia 1755 umbauen ließ und die St. Georgsstatue aus dem Jahr 1373. Der fast 100 Meter hohe Hauptturm, neben dem Turm der Festeingang, das Goldene Tor. Wir gehen dann über eine Treppe zwei Stockwerke hinunter zur Aussichtsterrasse mit dem Blick auf die Nikolauskirche. Der zweite Prager Fenstersturz. Hier stürzen die Anführer der böhmischen Stände, die beiden Habsburger Statthalter und Sekretär, aus dem Fenster, obwohl alle überlebten, war vordergründig dann die Ursache des 30-jährigen Krieges. Aussicht
von den Südgärten der Burg auf das sehr verregnete Prag. Im Regen gehen wir weiter hinunter durch teilweise enge Gassen zum Flussarm der Moldau, dem Teufelsbach, und über eine Brücke zur Kamperinsel. Die romantische Bebauung des Teufelsbaches ist auch als Prager Venedig bekannt. Über den Treppenaufgang von der Kamper gelangt man auf die Karlsbrücke. Den Grundstein zu dieser steinernen Brücke legte Karl IV. Im Jahr 1357. Vollendet wurde sie erst Anfang des 15. Jahrhunderts unter Wenzel IV. und überbrückt mit 16 Brückenbogen und einer Länge von 516 Meter und Breite von 10 Meter die hier sehr breit aufgestaute Moldau. König Wenzel IV. Ließ im Jahr 1393 Jan von Pomuk, Generalvikar, von der Brücke werfen, weil er das Beichtgeheimnis dessen Gemahlin nicht preisgeben wollte. Der Regen hat aufgehört. Die Brückenstatuen stammen aus der Barockzeit bis Anfang des 20. Jahrhunderts. Der 1557 bis 95 errichtete Altstädter Brückenturm und die Salvatorkirche. Bemerkenswert die reich und mit plastischem Dekor versehene Ostfassade. Als Sitzfiguren Kaiser Karl und Sohn Wenzel und der heilige Veit, Patron der Brücke. Das 1848 aufgestellte Bronzedenkmal von Kaiser Karl IV. In der Kalova steht das Renaissancehaus zum Goldenen Brunnen mit dem Reliefschmuck aus dem Jahr 1711. Wir gehen weiter durch die Höfe des Clementinums, durch Gassen und Höfe der Josefstadt, vorbei am Renaissancehaus zur Minute und kommen pünktlich um 12 zur astronomischen Uhr beim Altstädter Rathaus mit einer großen Menschenmenge, die die Glockenschläge und besonders den Vorbeimarsch der Apostel mitzuerleben wollen. Dieses Werk wurde erstmals 1410 gefertigt und 1490 verbessert. Der Altstädter Ring mit der Gründung im 10. Jahrhundert war Handelsplatz und hier steht auch das monumentale Denkmal von Jan Hus, der tschechische Reformator, der vor 500 Jahren hingerichtet wurde. Dominierend die Teinkirche, am Platz die Mariensäule und der gotische Wohnpalast zur steinernen Glocke und die Teinschule. Durch die Arkaden der Teinschule komme ich zum Eingang der Kirche der Jungfrau von Tein. Mit nur einem kleinen Blick, es wird gerade eine Messe gefeiert. Die äußere Apsis der dreischiffigen Basilika wurde 1370 gegründet, aber erst 1679 fertiggestellt. Sehenswert das kunstvoll gestaltete Seitenportal. Leider war nach der Messe die Kirche geschlossen. In einer engen Gasse steht die Jakobuskirche mit drei barocken Stuckgruppen. Der heilige Antonius, der heilige Jakob und über den Eingang Franziskus. Das zweitlängste Kirchenschiff von Prag, die zum Minoritenkloster gehörende Kirche, wurde im Jahr 1319 bis 74 als dreischiffige hochgotische Basilika erbaut, nach einem Brand 1689 im Barockstil erneuert.
Die Pietà auf dem Hochaltar gilt als wundertätig. Viele der alten Stadthäuser stehen auf gotischem Fundament. Hier in Thün, ein ehemaliger befestigter Handelshof, hier versammelten sich die fremden Kaufleute, um Zoll zu entrichten. Das Portal zur Universität Karlova. Und ein Aufenthaltsraum. Der Pulverturm, 65 Meter hoch, im pseudo-gotischen Stil im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts fertiggestellt. Hier stand ursprünglich Ende des 13. Jahrhunderts eines der 13 Stadttore der Prager Altstadt. Von hier gingen die Krönungszüge der böhmischen Könige aus, die in der Prager Burg und in St. Veiter Dom endeten. Gleich daneben das Repräsentationshaus, erbaut 1905 bis 11, eines der schönsten Jugendstilbauten der Stadt mit 7 Sälen, die für den Bälle und Ausstellungen dienten. Eines davon der große Smetana-Saal. Das Vestibül, im Erdgeschoss das Café und Restaurant mit der noch bestens erhaltenen Jugendstilkunst. Der Jugendstil ist hier bei vielen Häusern und Hotels gegenwärtig, wie hier zum Beispiel das Hotel Paris. Die Straße Zellentaner zum Altstädter Ring ist ausschließlich für Fußgänger bestimmt. Das Carolinum. Hier gründete Karl IV. 1348 die erste Universität Mitteleuropas. Mit dem Rot-Löw-Haus bildete es den Kern der Universität. Mit Rektor Jan Hus war es ein Zentrum der Reformation. Ein Platz in der Altstadt mit vielen alten Geschäften. Ich gehe um 14 Uhr zurück zum Altstädter Ring und Alten Rathaus, um bei der astronomischen Uhr den stündlichen Vorbeimarsch der Apostel und den flatternden Hahn nochmals zu sehen. Mein nächster Besuch gilt der ebenfalls am Ring stehenden barocken Nikolauskirche, die 1732 bis 1735 auf einen kreuzförmigen Grundriss, der Bauherr waren die Benediktinerorden, erbaute Kuppelbau. Es ist nur wenig von der damaligen Einrichtung erhalten geblieben und dient seit 1920 als tschechoslowakische hussitische Kirche. Im Norden des Platzes das Rokoko-Palais Kinski. In einem Gebäudeteil befand sich das deutsche Gymnasium, das auch der Schriftsteller Franz Kafka besuchte. Heute die Nationalgalerie für grafische Sammlungen. Nochmals eine kleine Runde
durch die Altstadt mit seinen kleinen Höfen, Geschäften und Cafés. Zurück wieder zum Altstädter Ring mit dem immer vollen, lauten Platz. Und gehe weiter über die reiche Paritzka-Straße Richtung Moldau. Unterwegs komme ich an der Alt-Neuss-Synagoge vorbei, die um 1270 gegründet und blieb bis heute Zentrum der jüdischen Gemeinde. Gegenüber eines offenen Marktstandes besuche ich einen Palatschinkenladen mit vielen unterschiedlichen Beilagen. Die Tschechow-Brücke, nach der Schlacht am Weißen Berg 1620 zwischen Protestanten und Katholiken, herrschen die Habsburger 300 Jahre über dieses Land. Hier fließt die Moldau breit und gemächlich, später als Elbe in Hamburg ins Meer. Nochmals die Tschechow-Brücke. Prag wurde schrittweise zu einer der industriereichsten Städte des österreichischen ungarischen Monarchie. Zum Abschluss schaue ich noch zu diesem riesigen geschlossenen Garten und Schloss, der Strada Akademie Garten, direkt an der Moldau gelegen. Zurück zum Treffpunkt bei der Tschechow-Brücke, um 17 Uhr Abfahrt mit dem Bus nach Zwettl.